Was ist Stagnationswasser? Warum lauern hier riesige Gefahren? Mein sauberes Trinkwasser. Heute Stagnationswasser. Die unheimliche Gefahr. Welches Wasser würden Sie eher trinken? Wasser aus einem abgestandenen Tümpel oder aus einer frischen Quelle? Was ist Stagnationswasser? Laut Umweltbundesamt Trinkwasser, das mehr als 4 Stunden in der Leitung gestanden hat. Laut Wikipedia, wenn Wasser auf dem Weg von der Quelle bis zur Entnahmestelle in den Leitungssträngen länger als 4 Stunden zum Stillstand gekommen ist. Wo kann Stagnationswasser auftreten? Überall, wo es zwischen Wasserwerk und Entnahmestelle länger als 4 Stunden steht. In Leitungen, die zu einzelnen Häusern, Grundstücken oder Hydranten abzweigen, wo keine Entnahme erfolgt. Zum Beispiel Baugrundstücke, leerstehende alte Häuser. In Leitungen zu Gebäuden und Einrichtungen, in denen zeitweise keine kontinuierliche Entnahme erfolgt. Zum Beispiel leerstehende Wohnungen, Gewerbeobjekte, öffentliche Einrichtungen, die zeitweise geschlossen haben, wie etwa über das Wochenende oder an Schulferien. Auf dem eigenen Grundstück, zum Beispiel Garage, Außenzapfstelle, Gartenwasserhahn. Im eigenen Haus, zum Beispiel Keller, Gäste-WC, Gästewohnung, nicht genutzte Leitungen, sogenannte Totleitungen. In der eigenen Wohnung, zum Beispiel Gäste-WC, Dusche, Badewannen, Armatur, alle Wasserhähne, zum Beispiel über Nacht. Was kann im Stagnationswasser passieren? Warum ist es so gefährlich? Im Stagnationswasser kommt es zu mikrobiellen und chemischen Prozessen sowie zu Veränderung von physikalischen Eigenschaften. Es können sich Biofilme bilden. Das alles kann zu unangenehmen Empfindungen, zum Beispiel Geruch, Aussehen, Geschmack des Wassers, führen. Laut Umweltbundesamt entstehen daraus gesundheitliche Risiken für den Verbraucher. Zur Kontrolle der Qualität des Trinkwassers ist daher in vielen Fällen gemäß Trinkwasserverordnung eine Legionellenprüfung vorgeschrieben. Mikrobiologische Kontaminationen. Das Stagnationswasser ist anfällig für Mikroorganismen wie Bakterien, Viren, Parasiten und Pilze, darunter auch gefährliche Keime. In einem Biofilm der Ablagerung organischer Stoffe existieren solche Keime aller Art. Sie können dort gut wachsen und sich vermehren, sodass ein dauerhafter Keimherd entsteht. Das Wasser ist dann kontinuierlich verkeimt. Die Keime bleiben im Inneren des Biofilms auch von desinfizierenden und keimtötenden Stoffen wie Chlor, meist gut geschützt. Wird der Biofilm nicht entfernt, kommt es zu dauerhaften Kontaminationen des entnommenen Wassers mit Mikroorganismen. Bei der Stagnation verändert sich auch die Temperatur des Trinkwassers. Sie steigt von unter 20 Grad Celsius auf die jeweilige Umgebungstemperatur an. Durch die höheren Wassertemperaturen kommt es dann noch zu höheren Keimvermehrungen, zum Beispiel bei Legionellen und Pseudomonaden. Die meisten Bakterien vermehren sich rasend schnell. Viele Arten verdoppeln sich sogar alle 20 Minuten, das heißt nach 4 Stunden ist die Anzahl bereits 4096-fach hoch. Chemische Kontaminationen. Stagnationswasser kann Bestandteile des Rohrmaterials aufnehmen, zum Beispiel bei Kupfer, verzinkten Stahl- und Bleileitungen oder Rohren aus ungeeigneten Kunststoffmaterialien. Untersuchungen in der Schweiz und in Deutschland haben gezeigt, dass die Schwermetallkonzentrationen im Trinkwasser vor allem an Blei und Nickel bei der Probenahme nach einer Stagnationsphase des Trinkwassers erhöht sind. Das Umweltbundesamt empfiehlt zum Beispiel für Personen, die gegen Nickel vorsensibilisiert sind, in Deutschland etwa jede 6. Person, Trinkwasser, das in verchromten Armaturen länger als 30 Minuten gestanden hat, nicht zum Händewaschen oder zur Körperpflege zu verwenden. Rückverkeimungen. Durch Ausschwemmung von Stagnationswasser in die fließenden Leitungen kann die gesamte Trinkwasserinstallation rückverkeimt werden. Teile des kontaminierten Wassers werden mitgerissen und es kann zur Überschreitung von Grenzwerten kommen. Welche vorbeugenden Maßnahmen sind möglich? Stillgelegte tote Leitungen entfernen. Absperrventile und Sicherungsarmaturen gegen Überdruck und Rückfließen. Leitungen, die selten genutzt werden, mit einem verbrauchsintensiven Endauslass verbinden. Das sind zum Beispiel Spül- oder Waschmaschinen oder meist benutztes WC. Einbau eines speziellen Stagnationsfilters bzw. eines automatischen Hygienespülgerätes. Solches Gerät kann unterhalb der Entnahmestelle montiert werden. Es sorgt für die Vermeidung von Stagnationswasser, indem es automatisch in wählbaren Zeitabständen die Leitung spült.
Siehe folgende Tabelle: Mögliche Maßnahmen unmittelbar vor und nach längerer Abwesenheit. In dieser Tabelle des Umweltbundesamtes sind für unterschiedliche Stagnationszeiten mögliche Maßnahmen aufgeführt. Wie kann man verhindern, dass man durch Stagnationswasser geschädigt wird? Man sollte Stagnationswasser wegen möglicher Keim- und sonstiger Belastungen nicht als Trinkwasser verwenden und erst einmal so lange zum Fließen bringen, bis das frische und merklich kühlere Wasser aus der Leitung kommt. Das gilt auch für das Baden, Duschen, Zähneputzen und so weiter. Es können Legionellen, die sich im Stagnationswasser befinden, ansonsten durch die Atemwege in die Lunge gelangen und gesundheitliche Schäden verursachen. Auf keinen Fall ist Stagnationswasser zur Verwendung der Ernährung von Säuglingen geeignet. In dieser Tabelle des Umweltbundesamtes sind Vorsorgemaßnahmen zur Vermeidung hoher Konzentrationen an Nickel, Blei und Kupfer in Stagnationswasser aufgeführt. Fazit: Unter Beachtung der Stagnationszeiten sollte man stets das Wasser vor der Nutzung erst eine Zeit lang ablaufen lassen. Dies gilt für jeden Morgen im Bad und auch in der Küche. Ebenso ist es nach längerer Abwesenheit am Tage. Im eigenen Haus oder in der Wohnung ist man am sichersten durch den Einbau von automatischen Spülgeräten, je nach Anzahl der Stichleitungen. Allerdings nützen diese Maßnahmen nur, wenn am Hausanschluss auch sauberes Trinkwasser ankommt und kein von Stagnationswasser oder anderen Ursachen kontaminiertes Leitungswasser. Tipp: Wir können darüber hinaus in der eigenen Wohnung für den Leitungsstrang des Trinkwassers in der Küche mit einem einfachen und wirksamen Trinkwasseraufbereitungssystem sichergehen, dass wir keine Keime und Giftstoffe trinken. Eventuelle Kontaminierungen werden dadurch zuverlässig herausgefiltert und abgetötet. Wenn Sie mehr über sauberes Trinkwasser wissen möchten oder über die Wahl des richtigen Trinkwasserfilteraufbereitungssystems, dann abonnieren Sie den YouTube-Kanal Mein sauberes Trinkwasser.